ganze Gemeinde war ein Herz und eine Seele, und nicht einer nannte etwas von dem, was er besaß, sein Eigentum, sondern sie hatten alles gemeinsam. Und mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung des Herrn Jesus, und große Gnade ruhte auf ihnen allen. Ja, es gab niemanden unter ihnen, der Not litt, denn die, welche Land oder Häuser besaßen, verkauften, was sie hatten, und brachten den Erlös des Verkauften und legten ihn den Aposteln zu Füßen. Und es wurde einem jeden zuteil, was er nötig hatte. Josef aber, der von den Aposteln den Beinamen Barnabas erhalten hatte, das heißt Sohn des Trostes, ein Levit, der aus Zypern stammte, besaß einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Die ganze Gemeinde war ein Herz und eine Seele. Und nicht einer nannte etwas von dem, was er besaß, sein Eigentum, sondern sie hatten alles gemeinsam. Die Jerusalemer Urgemeinde, wie sie der Evangelist Lukas beschreibt, ist also eine kommunitäre Lebensform unter Aufhebung des Privateigentums. Eine Gütergemeinschaft ist es. Sie hatten alles gemeinsam. Wer mit 20 Jahren kein Sozialist ist, der hat kein Herz. Aber wer es mit 40 Jahren immer noch ist, der hat kein Hirn. Ob es nun Georges Clemenceau war oder Winston Churchill, beide haben diesen Satz anscheinend gesagt. Und im Kern ist doch darin etwas enthalten. Die Idee nämlich, dass alle alles gemeinsam haben, Hand aufs Herz, die ist doch Grünschnabelzeug. Vielleicht eine Träumerei, bis man so 20 ist, bis ungefähr zum Abschluss der Schule oder so ähnlich. Aber danach wollen wir doch alle, will doch jeder Einzelne von uns etwas vom Kuchen abhaben. Oder nicht? Wie also sollen wir diese Idee der Gütergemeinschaft, der Urgemeinde in Jerusalem interpretieren? Bloß als sozialromantische Fantasterei? Vergegenwärtigen wir uns die Situation dieser Urzelle unserer Kirche in Jerusalem, wenn wir darüber nachdenken. Christi Himmelfahrt und Pfingsten liegen hinter den Männern und Frauen, die sich um die 12 Apostel scharen. Unter der Leitung von Petrus, Johannes und Jakobus sind sie zusammen, teilen den Glauben an Jesus Christus und besonders daran, dass er wiederkommen wird, bald, dass er eine neue, die letzte Zeit einleiten wird. Sie leben gemeinsam und so heißt es in der Apostelgeschichte, sie bleiben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Diese Menschen, die da zusammen sind, diese Urgemeinde, ist anders als die Menschen um sie herum in ihrer Umgebung, als die jüdisch geprägte Umgebung, aus der sie stammen. Sie ecken an mit ihren Vorstellungen, mit ihrem Glauben an den einen, dem sie ihr Leben gewidmet haben. Es kommt zu Drangsalierungen der Gemeinde, es kommt zu Verfolgungen, Gefangennahmen, sogar dazu, dass einige von ihnen umkommen. Die Steinigung des Stephanus ist ein Beispiel dafür, aber auch der Tod von Jakobus dem Älteren. Es ist eine Gemeinde in einer besonderen Situation. In dieser Situation haben sie alles gemeinsam. Sie teilen alles und damit richten sie sich übrigens auch nach Worten, die Jesus selbst gesagt hat. Zum Beispiel eben nach dem einen, das ich vorhin schon zitiert habe, dass er zu dem reichen Jüngling sprach. Wenn du wirklich vollkommen sein willst, dann verkauf alles, was du hast und gib es den Armen.
Oder dem einen Wort aus der Bergpredigt: Selig sind die geistlich Armen. Das Ethos, das sich rund um Besitz, Tum und Armut rankt, das spielt im Neuen Testament und auch schon im Alten eine durchgehende, wichtige Rolle. Wie schlagen wir den Bogen dazu? Es bedeutet ja nicht, das kann ich klar sagen, dass ein jeder, so wie es die monastischen Bewegungen, die Gelübde zur Armut im Mittelalter und bis heute vorsehen, in Armut leben muss. Ich glaube nicht, dass dieser Glaube uns Menschen mehr aufbürdet, als wir können und gut leben können. Und doch, was uns die Jerusalemer Urgemeinde beibringen kann, das ist ein Unterschied zwischen Haben und Sein. Das lässt sich bestimmt sagen. Diese ersten Christen dort in Jerusalem, sie lebten nicht primär im Gefühl ihres Besitzes, des Besitzes von Prestige und Anerkennung, Eigentum oder was es auch wäre. Sie lebten primär als Angehörige einer Gemeinschaft von Menschen, die den Anbruch des Reiches Gottes jetzt verkündeten und daran glaubten, die im sogenannten Agapemahl eine Liebesgemeinschaft feierten, in Erinnerung an Jesus Christus, die sich zusammengehörig fühlten. Natürlich gab es da auch Konflikte. Aber so scheint mir, diese Gemeinschaft zeichnet sich vor allem aus durch ihr Sein, ihr Miteinandersein und nicht durch ihr Haben. Und Haben und Sein, ich glaube, diese Grundunterscheidung ist eine, die für uns heute sehr anschlussfähig ist. Ich musste beim Nachdenken über diesen Predigttext an ein kleines Video denken, das, ich glaube, vor 4 Jahren auf YouTube im Internet zu sehen war. Es hat eine Begebenheit in den USA festgehalten. Folgende Begebenheit, die ich Ihnen kurz erzählen möchte. Ein ehemaliger Basketballstar, Shaquille O'Neal heißt er. Er ist nicht mehr aktiv, aber lange Zeit über war er einer der bekanntesten weltweit, der durch seine sportlichen Aktivitäten in der NBA, also der Basketballliga, ein großes Vermögen angehäuft hat. Dieser Basketballspieler ging in eine kleinere Stadt in Florida, in einen Stadtteil, in dem vor allem sozial benachteiligte Jugendliche lebten und leben. Er ging dorthin, um mit ihnen Basketball zu spielen. Einfach so, auf der Straße. Der große, berühmte Star, den die 8- bis 10-Jährigen als Helden verehren und eben die Jugendlichen und Kinder mit ihm zusammen. Ein tolles Zeichen, eine wunderbare Aktion. Er adelt die Kinder und Jugendlichen mit seinem Besuch. Nachdem sie zusammen gespielt haben, sieht man auf dem Video, wie er mit ihnen im Kreis steht. Und dann aber sagt er etwas, was mich sehr nachdenklich gemacht hat. Er sagt: Soll ich euch ein Geheimnis verraten, das euer Leben verändern wird? Die Kinder und Jugendlichen nicken. Wisst ihr, wie viel Geld ich verdient habe in meinem Leben? Sie schütteln den Kopf. 700 Millionen US-Dollar ist die Antwort. Und wisst ihr, wie ich das geschafft habe? Und jetzt kommt die Antwort, die für mich so schwierig ist. Indem ich respektvoll meinen Kumpels gegenüber war, auf meine Eltern gehört habe und mich auf die Schule konzentriert habe. So habe ich das geschafft. Das ist alles, was ihr tun müsst. Alright? Was mich so perplex beim Schauen dieses Videos ja bestürzt zurückgelassen hat, das war und ist, dass dieser Held als letztes Ziel des Lebens, seines Lebens, den Verdienst von 700 Millionen US-Dollar beschreibt. Und dass der Weg hin zu diesem Ziel ist: Hab Respekt vor deinen Freunden und Kumpels, hör auf deine Eltern und konzentriere dich auf die Schule. Es geht gar nicht um die Kumpels um ihrer selbst willen. Es geht gar nicht um meine Eltern und das Verhältnis zu ihnen um ihrer selbst willen. Es geht noch nicht mal um die Bildung an der Schule um ihrer selbst willen. Bildung als Weg, um das Leben zu erschließen, um Freude am Leben zu haben. Es geht nur darum, das alles zu bekommen und zu haben, um noch mehr zu haben und zu bekommen, nämlich in dem Fall Geld, Anerkennung, Reichtum, Erfolg, Attraktivität, Prestige.
Die Beziehungen und die Bildung, von der da die Rede ist, die werden verzweckt. So kann man das sagen. Erich Fromm, der Intellektuelle und Psychoanalytiker, den ich schon im letzten Gottesdienst zitiert habe, und keine Sorge, das kommt jetzt nicht in jedem Gottesdienst, aber er hat eine Grundunterscheidung zwischen Haben und Sein aufgemacht. Haben und Sein, sagt er, sind zwei verschiedene Existenzweisen. Das Prinzip des Habens ist das Prinzip, das sich ausrichtet nicht nur auf das Erlangen von Konsumgütern, Eigentum, Geld und Ähnlichem, sondern es geht prinzipiell darum, sich etwas aneignen zu wollen, nicht um der Sache selbst willen, sondern eben nur sozusagen, damit mein Ich größer wird. Das kann man sich bei vielem ja vorstellen. Das gilt eben auch für Erfolg, Anerkennung, Prestige. Ich will es nur haben, damit mein Ich größer wird. Sogar Freunde und Lebensgefährten, sogar Menschen kann man nur haben wollen, damit das eigene Ich größer wird. Und nicht, weil ich der Freund desjenigen sein will. Nun, dieses Prinzip des Habenwollens ist keines, das ich jetzt von hier vorne in Bausch und Bogen verdammen oder verteufeln werde. Das Wort verteufeln ist sowieso aus der deutschen Sprache zu streichen. Das kann und will ich nicht. Ich glaube, zum Menschsein gehört das Habenwollen dazu, zu unserer Kultur, ja, ich glaube, zu unserem grundsätzlichen anthropologischen Gefüge gehört es dazu, dass wir etwas haben wollen. Und jetzt mal ehrlich, es ist doch für uns alle auch schön, etwas zu bekommen und etwas zu haben. Gerade wenn es um Anerkennung geht. Es ist doch schön, von jemandem etwas zu bekommen. Ich gebe mal ein konkretes Beispiel. Mit so viel Freude haben wir in unserem Team, Kai Nico Henke, die anderen und ich, Online-Gottesdienste gemacht, jetzt in den letzten Monaten. Und es hat uns wahnsinnig viel Freude gemacht. Aber es war auch schön, dass viele Menschen das angeschaut haben, ganz ehrlich. Etwas zu haben, etwas zu bekommen, das gehört ja auch zu unserem Menschsein dazu. Es ist Teil davon. Als Vater eines Sohnes, der in 5 Wochen 6 Jahre alt wird, gehört es nicht nur zu unserem Miteinander, unserer Gesellschaft, sondern auch zu unseren Kindergeburtstagen. Das kann ich versichern. Wenn ich auf die Geschenkewunschliste meines Sohnes schaue zurzeit, dann ist das eine Exemplifizierung des Haben-Prinzips, wie man sie sich nur vorstellen kann. Also das Haben-Prinzip, nein, es ist nicht in Bausch und Bogen zu verdammen. Es gehört auch zu unserem Menschsein dazu und das gilt trotz der Konsumkritik und der Verzichtsethik, die in den letzten vielleicht 15 bis 20 Jahren zunehmend in unseren öffentlichen Debatten zu hören waren. Es gilt trotz der Diskussion über die Postwachstumsgesellschaft und ich glaube, es gilt auch weiterhin und immer trotz dem Nachdenken über die Corona-Pandemie und ihre Folgen. Das Haben ist auch ein Teil, das Haben wollen, unseres Menschseins. Und jetzt kommt das Aber, natürlich. Denn es gibt Kipppunkte. Es gibt Kipppunkte, ab denen das Haben das Sein überholt. Kipppunkte, an denen ich mich selbst über mein Haben, über das, was ich habe, zu definieren beginne. Darüber, wie viele Freunde ich habe oder eben wie viel Eigentum oder wie viel Anerkennung. Kipppunkte, an denen der Satz "Ich habe, also bin ich" zu stimmen beginnt. Kipppunkte, ab denen die Prioritätensetzungen so sehr auf der Seite des Haben-Prinzips liegen und das Prinzip des Seins in den Hintergrund schieben. Denn es stimmt doch, was wir vorhin gemeinsam gebetet haben. Es gibt Reiche, haben wir im Psalm gebetet, es gibt Reiche, die haben nichts und hungern. Ein paradoxer Satz. Gemeint ist eigentlich, es gibt Reiche, die haben alles, aber das Gefühl, niemand zu sein. So ist es ja gemeint. Das ist der Punkt, um den es geht. Ich kann theoretisch alle Güter der Erde haben und doch tief in mir das Gefühl vermissen, jemand zu sein. Denken Sie vielleicht an
Beispiele aus dem Alltag, auch aus der Kunst und Literatur. Ein besonders sinnfälliges Beispiel finde ich aus Charles Dickens Weihnachtsmärchen. Das kennen doch viele von Ihnen und euch, oder? Dieser Geizhals, der um die Weihnachtszeit Besuch bekommt und der feststellt, dass ihm eines vor allem fehlt, jemand zu sein, der das erkennt an diesen Tagen. Oder ein wunderbares anderes Beispiel für mich aus der Filmgeschichte, Citizen Kane, dieser großartige Film von Orson Welles. Das kleine Kind wird aus der Familie herausgenommen, aus der kleinen Familie, und wird ein Medienmogul werden. Und am Ende seines Lebens wird es umzingelt sein von Dingen in einem großen Palast, der ist vollgestopft mit Kram, mit Zeug, mit Gegenständen, mit Gütern. Aber alles, was es hat, was er hat, dieser Medienmogul, bedeutet ihm nichts im Vergleich mit der Frage, was er ist. Und seine größte Sehnsucht gilt dem Schlittenfahrerlebnis seiner Kindheit. Er sehnt sich nicht danach, viel zu haben, sondern danach, eines zu sein, ein geliebtes Kind. Und das passt zu dem, was wir in unserem Glauben und in den biblischen Schriften wiederholt lesen und lernen können. Jemand, ein Theologe des Mittelalters, hat einmal gesagt, wir Menschen sollten nicht so viel darüber nachdenken, was wir haben oder tun sollten, sondern darüber, wer wir sind. Und aus christlicher Perspektive lässt sich hinzufügen, wer wir jetzt schon sind. Denn wir sind schon, oder besser gesagt, wir glauben, dass jeder Mensch schon ist. Und wenn sich von der Jerusalemer Urgemeinde etwas lernen lässt, dann ganz bestimmt das, dass sie im Bewusstsein lebte, diese Menschen, die anders waren als diejenigen um sie herum, im Bewusstsein lebten, jemand zu sein, schon jetzt zu sein. Das war, glaube ich, keine sozialromantische Fantasterei, die diese Menschen dort geteilt und gelebt haben. Sie haben gelebt in dem Bewusstsein der Worte, die Jesus ihnen damals gesagt hatte. Ihr seid Kinder eures Vaters im Himmel. Als Gotteskinder, in dem Gefühl, Gottes Kinder zu sein, haben sie gelebt. Und ich glaube, das hat sie beruhigt und bestärkt. Denn was beruhigt mehr, was schenkt ein ruhigeres Herz als das Gefühl, geliebt zu sein, in der Sprache unseres Glaubens, ein geliebtes Kind Gottes zu sein. Da liegt der Schwerpunkt, da liegt die Lernmöglichkeit mit Blick auf diesen Text aus der Apostelgeschichte und die vielen Texte im Neuen Alten Testament, die sich um Armut und Reichtum drehen. Das Bewusstsein zu schaffen, dass wir schon sind und uns nicht mit dem Haben-Prinzip darüber hinwegtrösten müssen, zu wenig oder gar niemand zu sein. Nein, wir sind schon. Wir heißen Kinder Gottes und wir sind es auch. Dieses Bewusstsein hat die Jerusalemer Urgemeinde frei gemacht. Frei davon, viel haben zu müssen und frei dazu, freigebig zu sein und Dinge miteinander zu teilen, von sich selbst abzusehen. Frei dazu auch, anders zu leben als die anderen. Frei dazu, so zu sein, wie sie sind. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.